Das Wandern ist es. Ältere Mitmenschen betreuen oder beeinträchtigte Mitmenschen im Alltag helfen, zur Seite stehen. Der Beruf des Fachsozialbetreuers erfordert Geduld und Aufmerksamkeit. Neben der körperlichen Pflege zählt in diesem Job vor allem das Zwischenmenschliche. Wenn wir die Pflege sehr schnell machen, dann verlernen sie noch mehr die Sachen. Im Gegenteil, wenn wir uns viel Zeit dafür nehmen und dabei sind und einfach ihnen das wieder versuchen zu erklären und immer wieder die Übungen machen, die lernen das wahnsinnig schnell wieder. Und sie haben den Erfolg dann, sie sehen, aha, ich bin wieder selbstständig, ich kann das, und davon profitieren wir alle einfach. Mit Mitte 30 entschied die gelernte Friseurin, die Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin auf dem zweiten Bildungsweg zu absolvieren. Ihre Mutter und ihr Mann arbeiten in der Krankenpflege. Ein Beruf, der aber nicht ganz den Vorstellungen von Elli Kalser entsprach. Sie will mehr mit den Menschen arbeiten. Alt sein ist eben nicht gleich krank sein. Da war für mich klar, ich gehe nicht in die Krankenschwesterschule, weil mir das einfach zu sehr... Man geht nicht auf einen Menschen so ein wie im Altersheim. Das war mir wichtig, einfach der Bezug, die Nähe zu den Bewohnern, zu den Menschen. Die Besonderheit in dieser Ausbildung ist die Mischung aus Theorie und Praxis. Nur die Hälfte der Schulzeit verbringen die Studenten im Klassenzimmer. Noch am Anfang der Ausbildung steht Lena Primmig. Nach ihrem freiwilligen sozialen Jahr im Diakoniewerk in Salzburg lernt sie nun den Beruf der Fachsozialbetreuerin. Sie wählte die Arbeit mit behinderten Menschen als Schwerpunkt. Ich bin generell ein Mensch, der viel besser lernt, wenn er es gleich durchtut und umsetzen kann. Und dadurch, dass ich Theorie und Praxis in Arm habe, ist für mich einfach viel leichter, das Ganze zu lernen und wirklich aufzunehmen. Voraussetzungen für diese Ausbildung sind der Abschluss einer mittleren Schule oder einer Lehre sowie ein positives Aufnahmeverfahren. Bewerber müssen mindestens 19 Jahre alt sein. Rund 140 Studenten absolvieren derzeit die 4-semesterlange Ausbildung im Diakoniewerk. Nach einem zusätzlichen Jahr besteht die Möglichkeit, die Schule mit einem Diplom abzuschließen. 540 Euro kostet das Schulgeld pro Semester. Eine Summe, die unter bestimmten Voraussetzungen vom AMS oder mittels Bildungscheck gefördert wird. Außerdem, es gibt fast eine Jobgarantie. So schwierig der Beruf teilweise ist, aber die Jobmöglichkeiten sind gut. Es ist sogar so, dass in etwa die Hälfte über eine Stiftung unsere Ausbildung absolviert und dadurch schon in einem sogenannten Stammhaus ist, in dem eine hohe Perspektive zur Übernahme in ein fixes Beschäftigungsverhältnis besteht. Neben der Arbeit im Stammhaus absolvieren die Studenten regelmäßig Praktika. Elli Kalser arbeitet in ihrem Praktikum in der Kurzzeitpflege. In diesen wenigen Wochen will sie die gelernte Theorie anwenden. Man konzentriert sich wirklich auf seine Lernziele, weil das Praktikum dauert nicht lange. Also es sind zweimal 400 Stunden und dann hier habe ich 185 und dann Krankenhaus 160. Aber im Stammhaus habe ich wirklich die Möglichkeit, egal was es ist, sofort umzusetzen. Auf dem Lehrplan stehen Fächer wie Psychologie, Physiotherapie und Krisenintervention. Trotz all der gelernten Theorie, es geht immer um die Menschen. Die schönsten Momente für mich sind immer die Momente, wo ich merke, ich bekomme genau das zurück, was ich spiegel. Also wenn ich schlecht drauf bin, dann kriege ich auch schlechte Laune zurück. Wenn ich gut drauf bin, kriege ich gute Laune zurück. Wenn ich mich wirklich bemühe, dann bemühen sich die Leute auch. Lena Primmig will nach ihrer Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin auch noch den Diplomlehrgang absolvieren. Es ist ein Job, der eine hohe Stressresistenz erfordert. Und dennoch sind die schönen Momente unbezahlbar.